Mahlzeit, Zeit mal wieder was zu bauen. Und zwar habe ich Terrassenmöbel, die mag ich nicht mehr besonders. Die waren vor über 10 Jahren ein Mega-Schnapper bei eBay, habe ich für 150 Euro gekauft. Aber jetzt will ich die irgendwie nicht mehr und die sind irgendwie auch so ein bisschen... Dann habe ich online mal ein bisschen nach Terrassenmöbeln nachgeguckt. Ja, war alles ein bisschen teuer, da hatte ich jetzt nicht wirklich Bock drauf. Also habe ich mir erstmal Holz besorgt. Und die Wahl ist dann auf dieses wunderschöne IP-Holz gefallen. Das soll auch irgendwie Jahrzehnte wasser- und wind- und wettertauglich sein. Was natürlich bei Terrassenmöbeln nicht die schlechteste Idee ist. Und da baue ich mir dann eben den ganzen Bums selber. Super. Echt super. Das heißt, wir fangen mal mit dem Tisch an. Und danach folgt noch eine Eckbank und ein paar Stühle. Also ich würde sagen, wir fangen am besten gleich erstmal an. Ja, wie man vielleicht erahnen kann, das sind Terrassenbretter. Und da muss ich natürlich einiges zuschneiden, damit das dann eben später alles wie ein Tisch aussieht. Da habe ich mir mal eine höchst professionelle Zeichnung gemacht. Und wie man da sehen kann, der Tisch soll später 2,20 Meter lang sein und ungefähr 1,20 Meter breit. Da die Terrassenbretter auch genau 12 cm breit sind und ich ja immer so einen kleinen Abstand zwischen den Brettern haben muss, werden es eben nicht genau 1,20 Meter, aber da gucken wir einfach mal, wo wir dann am Ende rauskommen. Die Tischbeine möchte ich dann in so einer T-Form haben, weil das ist einfach besser, als wenn man so vier einzelne Füße hat, wenn man mit mehreren Leuten halt um den Tisch rumsitzen will. Weil wer kennt's nicht, man hat immer mal ein paar mehr Leute als gedacht und die Leute, die dann eben an den vier Ecken sitzen, haben dann immer so ein Tischbein im Schritt. Gut, dann würde ich sagen, bringen wir die Bretter für die Tischplatte erstmal auf Länge. So, ich habe jetzt mit meiner Dübelhilfe überall die Dübellöcher gebohrt. Das Ding hat sich als ganz praktisch erwiesen. Ich verlinke das mal unten in der Videobeschreibung. Und meine Dübel habe ich mir auch schon zurechtgesägt, alle auf 4 cm. Ich muss mal gucken, ob ich die an den Enden noch ein bisschen enger zulaufen lasse, wie die normalen Dübel eben auch sind. Aber so passen die eigentlich auch schon ganz gut in die Löcher. Vielleicht spare ich mir die Arbeit auch. Dann werde ich an den Schnittkanten, an den Bretterenden nochmal mit dem Fräser rumgehen, damit die eben schön abgerundet sind. Ich glaube, das gibt am Ende ein besseres Gesamtbild. Und dann können wir die Platte als solches eigentlich schon verleimen. Dafür habe ich jetzt leider keine Schraubzwingen, die lang genug sind. Das heißt, wir brauchen ja, was ist das, 2,20 Meter? Die haben wir natürlich nicht, aber ich habe Spanngurte. Ja, und daraus werde ich mir dann halt was basteln. Als Leim verwende ich, wie schon erwähnt, diesen PU-Leim hier. Halt D4 und der quillt eben noch so ein bisschen auf. Kann ich mal zeigen, ich habe das mal ein bisschen Probe geleimt an einem Reststück. Das sieht dann ungefähr so aus. Also so ein bisschen wie die Leimversion von Bauschaum. Und da ist halt der Vorteil, dass irgendwelche Hohlräume halt super ausgefüllt werden. Und das hilft eben der Wetterfestigkeit vom Tisch halt schon. So, aber genug gequatscht, jetzt machen wir erstmal die Kanten von den Brettern schön. So, ich bin dann fertig mit dem Verleimen. Das war ein bisschen schwierig zu filmen, deshalb habe ich es eigentlich auch gar nicht gemacht, weil die Tischplatte, wie bei allem Größeren, was ich baue, eigentlich fast so groß ist wie die gesamte Werkstatt und ich da sowieso schon kaum Platz habe. Wir können uns aber kurz trotzdem mal das Ergebnis anschauen. Ich habe auf der einen Seite schon mal die Endleiste quasi dran geleimt, auf der anderen Seite ist das nur gesteckt und das Ganze habe ich dann eben mit Spanngurten verpresst. Man sieht hier auch ganz schön an manchen Stellen, da kommt halt dieser bauschaumartige PU-Leim raus. Und an den Verbindungen sind halt auch relativ wenig Lücken. Das war nämlich so ein bisschen meine Sorge, denn ich habe ja hier 2 Meter lange Bretter. Man sieht es an manchen Stellen auch, die sind ein bisschen schief und krumm. Und das sorgt dann natürlich dafür, dass ich an diesen Verbindungsstellen dann auch mal kleine Spalte haben kann. Das sieht auf der jetzt verleimten Seite relativ gut aus, also damit bin ich top zufrieden.
Auf der anderen Seite habe ich an einer Stelle so eine kleine Lücke. Da sieht man dann auch wirklich den Dübel vorblitzen. Da muss ich mir noch was überlegen. Aber gut, Holz ist ein Naturmaterial. Alles, was ich machen kann, ist so genau wie möglich zu sägen und zu arbeiten. Ja, und das Ergebnis, was dabei rauskommt, muss ich dann halt akzeptieren. Dann sieht man noch, dass alle Bretter eigentlich so einen leichten Versatz haben. Das sieht man ja an dieser Linie, die ich hier eingezeichnet habe. Und die sitzen jetzt eigentlich alle 2 bis 3 mm neben der Position, wo es eigentlich erwartet hätte. Das heißt, wo der Strich gerade durchlaufen würde. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich die Mitte von dieser Dübelhilfe, die habe ich mir ja angezeichnet, eben nicht genau mittig angezeichnet habe. Und wenn ich da 1,5 mm Versatz habe, das potenziert sich dann natürlich. Ist aber nicht weiter schlimm, denn ich werde ja die Endleisten dann, wenn alles fest verleimt ist, bündig absägen. Und was mir natürlich wichtig war, ist, dass die Dübellöcher passen, Nummer 1 und Nummer 2, dass die Abstände der einzelnen Bretter passen. Und das passt, also da eigentlich kein Problem. No problemo. So, mit der Routine von der einen Seite verleimen wir jetzt mal die andere Seite und da lasse ich die Kamera ein bisschen mitlaufen. So, dann wäre ich erstmal fertig, die andere Seite zu verleimen. Das war deutlich mehr Schweißarbeit als auf der ersten. Ich habe mich dann auch irgendwie mit dem Spanngurt verheddert und dann hat man natürlich immer die Panik im Rücken, dass der PU-Line schon trocknet in diesen Löchern, die ich da gebohrt habe und ich den Dübel überhaupt nicht mehr reinbekomme. Aber wie eigentlich immer, am Ende hat es dann doch irgendwie gepasst. Wobei auf der anderen Seite jetzt natürlich schon mehr Lücken sind als auf dieser Seite hier. Ja, da blutet mir natürlich immer schon ein bisschen das Herz, aber da fällt mir auch noch was ein, dass das nicht so auffällt. Eine Sache, die mir allerdings dann schon aufgefallen ist, ich hatte hier meine schönen Abstandshalter gesägt. Ich meine, das müssten 4 mm sein. Habe ich auch gedacht, das sähe optisch super aus. Allerdings ist es leider so, dass wie so oft die Bretter nicht alle exakt die gleichen Maße haben. Wenn die eben so schön übereinander gestapelt sind, dann sieht das eben so aus, als wären das ziemlich genau 12 cm. Aber das haben diese Bretter eben nicht und die sind auch nicht an jeder Stelle gleich dick. Das heißt, wenn ich an einer Stelle messe und auf die 12 komme, dann muss das nicht bedeuten, dass ich am anderen Ende auch die 12 habe. Und an ein paar Stellen sind die Bretter halt, ja, gute 11,7 cm dick. Und da ist natürlich dann dieser Spalt, den ich eigentlich so filigran auf 4 mm setzen wollte, eben deutlich dicker geworden. Da habe ich dann natürlich als erstes an mir selbst gezweifelt und gedacht, ich hätte da ungenau gebohrt. Aber ja, das war es gar nicht, sondern das waren halt wirklich die Bretter leider. Da das aber ein Gartenmöbel ist und sich da über die Jahre noch einiges verziehen wird, denke ich mal, das wird schon irgendwie klar gehen. Thank you.
so, der Tisch ist fertig. Gucken wir uns mal an, wie wir da hingekommen sind, was für Probleme sich dabei ergeben haben und natürlich ganz am Ende, wie das Endergebnis aussieht. Ja, wie schon vorher erwähnt, die Einzelteile, das heißt sowohl die Tischplatte ganz besonders und ja, der Fuß, waren natürlich sehr schwere Einzelteile. Man kann den Tisch natürlich ja, ohne Probleme als Einzelperson anheben, nach links und rechts verrücken, das geht alles. Aber Dinge, so eine steile Kellertreppe hochzuschaffen, das birgt natürlich immer besondere Risiken. Michi! Das Hochtragen der einzelnen Komponenten konnte ich jetzt natürlich nicht filmen, das hätte nichts gebracht, ich hatte dafür einfach keine Hand frei. Aber trotz aller Anstrengungen, irgendwann waren beide Teile eben oben und ich habe dann erstmal die Tischplatte kopfüber auf die Terrasse gelegt. Dadurch, dass jetzt eben die Tischunterseite nach oben gezeigt hat, konnte ich natürlich den Fuß wunderbar montieren. Das habe ich auch wieder mit wasserfestem Leim gemacht und Schrauben. Hier habe ich auch wieder 10 mm Bohrlöcher gemacht, dass eben der Schraubkopf möglichst tief im Holz versenkt wird. Aber keine Holzpropfen verwendet, denn solange man jetzt nicht unterm Tisch kriecht, sieht man das auch nicht. Dadurch, dass ich diese oberen T-Stücke, die dann eben den Fuß am Tisch halten, auf jeder Seite doppelt hatte, also zwei direkt hintereinander liegende, ist der Tisch auch sehr stabil. Normalerweise würde ja an jedem Ende einer reichen, aber ich habe mich halt für zwei entschieden. Dann habe ich nämlich auch mehr Auflagepunkte an der Tischplatte und eben eine höhere Steifigkeit. Wenn man jetzt am Kopfende rüttelt, hat man eben nicht diesen Effekt, dass sich der Tisch vor und zurück bewegen lässt. Zumindest nicht in so großem Umfang. Das liegt eben an der höheren Steifigkeit und dadurch, dass ich eben mehr Haltepunkte von Fuß an Tischplatte habe. So, als das dann alles erledigt war, habe ich den Tisch umgekippt, dann nochmal alles entgeschliffen und dann kam das Öl drauf. Meiner Frau gefällt die Farbe jetzt nicht so, sie fand es vorher in Natur viel schöner. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, Natur oder geölt. Das Öl, was ich verwendet habe, verlinke ich auch mal unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, ich bin davon begeistert. Ist von Osmo, also nicht ganz günstig, aber es soll eben auch einen UV-Schutz haben, was mir halt sehr wichtig war. Ja, es hat ein bisschen länger gedauert, bis es eingezogen ist. Das liegt auch wohl am Holz. Denn auf dem Etikett stand, bei Erstbehandlung sollte man es zweimal anwenden. Aber schon bei der ersten Anwendung hat es locker 3 Tage gedauert, bis das völlig eingezogen war. Und jetzt hat man eben diese schöne, satte, lebendige Farbe, einen schönen Seidenglanz, also den habe ich jetzt auch noch nach ein paar Tagen, und einen tollen Oberflächenschutz, denn wie bei so einem frisch polierten und gewachsenen Auto perlt jetzt eben immer schön das Wasser oben ab. Dadurch, dass ich diese langen Bohlen habe, und das war auch eine Sache, ich hatte eigentlich überlegt, die kürzer zu machen, damit ich nicht so lange Holzbohlen habe. Das Holz arbeitet jetzt natürlich und diese Endleisten an der Tischplatte, die haben sich jetzt noch ein bisschen weiter wegbewegt, als ich das ursprünglich hatte, wo ich die verleimt habe. Finde ich aber gar nicht so schlecht, denn jetzt passen die Abstände von den Endleisten so ein bisschen mehr zu den Abständen zwischen den langen Leisten. Obwohl, ganz so viel ist es natürlich nicht. Die Abstände zwischen den einzelnen Leisten sind ja 4 mm. So viel haben wir an den Enden natürlich bei weitem nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt halt so ein bisschen runderes Gesamtbild. Das war natürlich ursprünglich gar nicht der Plan, hat aber trotzdem funktioniert. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, jetzt habe ich natürlich so einen super geilen Tisch, aber die Stühle sind natürlich immer noch Schrott. Und mir fehlt eben noch diese Ecksitzbank und die müssen wir natürlich auch noch bauen. Da mache ich mich jetzt direkt dran. Ich fange erstmal mit den Stühlen an. Und wer das nicht verpassen will, der sollte am besten jetzt direkt abonnieren. Und ein dickes Like wäre natürlich auch noch super. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, Anregungen, Kritik, alles unten in die Kommentare. Ich mache mich dann gleich weiter an die Arbeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.